Nach nunmehr 2,5 Jahren war es endlich soweit. Der 2011 in Leoben gedrehte Kinofilm »Wand vor der Wand«, ein sozialkritisches Melodram, wurde im Kongress Leoben endlich einem breiten Publikum vorgeführt. Ein herzliches Danke, dass auch die Premiere, die Gala-Vorführung hier in Leoben stattfindet. Gekommen waren unter anderem auch die vielen Nebendarsteller aus dem Raum Leoben, die an dieser Produktion teilgenommen hatten. Wobei am Rande bemerkt, ohne diese Teilnehmer, diese Low-Budget-Produktion der Leobener Regisseurin Renate Woltron gar nicht möglich gewesen wäre. Einleitende Worte kamen von Bürgermeister Matthias Konrad, der sich bewusst kurz hielt, um die Spannung der Zuseher nicht weiter zu strapazieren. Wir wollen euch keine Reden hören, wir wollen den Film sehen, 99 spannende Minuten. Einen schönen Abend, ein herzliches Willkommen und danke allen, die das ermöglicht haben. Rein technisch gesehen ein ordentliches Produkt, das trotz geringer Mittel die Ansprüche des heutigen Kinopublikums erfüllt. Betreffend der technischen Ausstattung des Kongresssaales mussten aber Abstriche getätigt werden, was sich vor allem in der 16:9 Projizierung niederschlug. Auch die Umsetzung der Farbtiefe und Feinheiten im Klangbild konnten von der vorhandenen Technik in Leoben nicht befriedigend wiedergegeben werden. Was die Leobner aber nicht weiter störte, wenngleich auch die Meinungen über das Thema und dessen Umsetzung weit auseinanderklafften. So zumindest hinter vorgehaltener Hand. Schöne Aufnahmen unserer, Ihrer Stadt Leoben. Wie waren Sie mit Ihrem Pendant als Bürgermeister zufrieden? Ja, man kann immer lernen und ich habe schon gesagt, Wettbewerb ist befruchtend. Und so sehe ich, dass es viele Angebote gibt, wie man auch eine Gemeinde führen kann, etwas ruhiger. Etwas, weniger emotional, aber da bin ich heute etwas ruppiger gewesen. Ja, Herr Bürgermeister, Sie haben die Rolle ja hervorragend gespielt. Dankeschön. Haben Sie sich vorher mit dem echten Bürgermeister abgesprochen oder war das alles intuitiv? Nein, es war sogar so großartig, dass der Herr Dr. Konrad sich über eine Dreiviertelstunde Zeit genommen hat und das ist alles in die Rolle eingeflossen. Ich durfte ihm private Fragen stellen, was nicht selbstverständlich ist bei einem Politiker dieses Ausmaßes und konnte also wunderbar das einfließen lassen in die Rolle. Frau Böchzelt, Sie haben mit diesem Film dem Publikum den Spiegel vors Gesicht gehalten. Mir auch. Es wäre jetzt zu wünschen, dass viele Menschen diesen Film sehen und Anleihen aus ihrer Rolle übertragen. Ja, danke schön. Das ist ein wichtiges Thema, wenn man als Frau im Leben steht, sich die Zeit zu nehmen für die Familie und sie nicht zu vernachlässigen, das ist schon eine wichtige Sache. Wie lange sind Sie in diesem Metier schon tätig? In diesem Metier als Mädchen für alles war ich das erste Mal tätig, habe wahnsinnig viel gelernt bei der Frau Dr. Woltron, aber manchmal habe ich auch einen Knopf im Hirn gehabt. Aber es hat alles funktioniert. Ja, da haben wir einen der Hauptdarsteller. Wie hat sich das angefühlt mit der 250er wieder mal ausreiten? Aufregend war es, aufregend. Weil sie das so wunderbar knattert, gell? Mit ihrer Jetsgar am Buckel funktioniert so wunderbar und sehr schön fahren. Nur Höchstgeschwindigkeit hat sie halt keine, aber es hat zum Film passt. Wunderbar behutsamer Film. Von der Thematik her und wie die Thematik aufgelöst wurde. Zum einen und zum zweiten, das wurde schon mehrfach gesagt, eine Liebeserklärung an Leoben. Wunderbare Aufnahmen. Nicht nur der Heimatstadt von der Renate Woltron, sondern auch meiner Heimatstadt. Und ja, ich bin glücklich, dass ich da dabei sein durfte. Frau Woltron, eine Liebeserklärung an die Stadt Leoben. Ist angedacht, in Zukunft wieder etwas in unserer Stadt zu machen? Ja, es ist ein neuer Film in Planung, das heißt, Drehbuch ist fertig und jetzt sind wir gerade dabei, die Finanzierung aufzustellen, aber die Steiermark wird als Kulisse für mich immer eine Option sein. Und Herr Sandberger, als Verantwortlicher für die Kultur, Sie werden selbstverständlich Sorge tragen, dass man das Projekt unterstützt? Es war eine ganz nette Frage. Es war ein toller Film, der jetzt heute gezeigt wurde. Und die Stadt Leoben wird natürlich immer wieder schauen, dass Projekte unterstützt werden, aber es wurde jetzt die gesamte Steiermark angesprochen, also es ist auch die gesamte Steiermark gefragt. Und ich weiß auch, dass ganz, ganz viel Arbeit dahinter steckt, von Anfang bis Ende. Anfangen tut es im Kopf, sagt sie immer, und dann muss das Finanzielle alles erledigt werden und es dauert lang, lang, bis der so Film fertig ist. Ja, da haben wir einen Stammgast der Familie Woltron.
Warum waren wir da heute in keiner Rolle zu sehen? Danach wirst du gar nicht gefragt. Die meisten von uns hier sind verrückt.